Zunächst einmal den Abstieg im Jahr 2019 aus der dritten Liga, der doch sehr traurig war. Dann aber auch an die Wiederauferstehung, so möchte ich es mal nennen, im Sommer letzten Jahres, als wir hier komplett neu begonnen haben. Das Spiel gegen den ersten FC Köln war so ein bisschen Gradmesser vor fast 3000 Zuschauern. Das war sehr schön. Und eben an viele, viele kleine Geschichten um den Fußball herum. Viele persönliche Begegnungen mit Fans, mit Mitarbeitern, Kollegen hier. Also Fortuna, da ist immer was los. An Hans Löhring, also den alten Präsidenten von Mitte der 60er Jahre bis zum Jahre 2002, glaube ich, war hier Präsident. Der hat die Fortuna wirklich gestaltet, geprägt und ist für mich doch derjenige, der Fortuna Köln über all die Jahrzehnte ausgemacht hat. Ja, zum einen, da war ich hier Jugendspieler an dem Bundesliga-Aufstieg 73-74, beziehungsweise der Aufstieg war 72-73, das war natürlich ein Highlight. Dann ans Pokalendspiel 1983, unglücklich verloren gegen den ersten FC Köln. Und aus der jüngeren Vergangenheit heraus das Aufstiegsspiel in die dritte Liga im Sommer 2014, dieses phänomenale Rückspiel in München gegen die Amateure von Bayern München, wo wir dann in der letzten Minute das 2-1 gemacht haben, also das Tor geschossen haben und damit in die dritte Liga zurückgekehrt sind. Da muss man ganz klar sagen, der Abgang von Uwe Koschinder als Trainer, da haben wir so unseren sportlichen Kompass verloren. Die nachfolgende Trainerbesetzung mit Thomas Kaczmarek als Nachfolger von Uwe war sicherlich eine klassische Fehlbesetzung an der Stelle. Die Mannschaft hat sich danach nie mehr gefunden und Oliver Zabel, der dann 4 Spieltage vor Schluss kam, konnte das Steuer dann auch nicht mehr rumreißen. Also der Grundlage im Abgang von Koschinder und eben, wir hatten keinen Plan B in der Tasche und das hat uns dann die Zugehörigkeit zur dritten Liga gekostet. Also zum einen, dass ich sehe, dass wir jetzt hier wieder Strukturen aufgebaut haben, sowohl im kaufmännischen Bereich wie auch im sportlichen Bereich. Wir haben jetzt, glaube ich, einen Trainer gefunden mit Alexander Ende, der sehr gut zu Fortuna passt, der eine Fortuna-Vergangenheit hat, sich hier mit der Sache identifizieren kann, für den das so ein erster Schritt ist, als neuer Cheftrainer hier anzutreten in der Kölner Südstadt. Ich glaube, wir werden einen leistungsfähigen Kader zusammenbekommen und wenn dann alle Dinge so um den Fußball herum, damit denke ich vor allen Dingen an Covid-19, also hier Corona, einen regulären Meisterschaftsbetrieb ab September zulassen, dann bin ich guter Hoffnung, dass wir da eine gute Rolle spielen werden. Ja, also in den nächsten Jahren wieder zurückzukehren in die dritte Liga. Das ist das erste primäre sportliche Ziel im Seniorenbereich. Darüber hinaus haben wir natürlich hier ein hohes soziales Engagement im Jugendbereich. Wir haben hier die größte Jugendabteilung am Mittelrhein. Unsere Jugendmannschaften, die sind dieses Jahr leistungsmäßig extrem gut gewesen. Die U17, U19 sind aufgestiegen in die Jugendbundesliga, die U15 spielt in der höchsten Spielklasse, die U16, die U23 in der Oberliga. Und wir wollen eigentlich dieses Leistungsniveau halten und die Verzahnung von Jugendbereich in den Profibereich noch enger gestalten können, als das in der Vergangenheit schon der Fall war. Südstadion ist für mich fußballerische Heimat. Ich war beim ersten Spiel dabei, 1977 war es, glaube ich, hier gegen Wuppertaler SV, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe hier hunderte von Fußballspielen gesehen und das ist mein Stadion, das gehört nicht mir, aber das ist mein Stadion. Der Verein ist einzigartig, weil er eben wirklich ein Familienverein ist. Er ist sicherlich nicht der größte Verein in Köln, kann sich nicht mit dem ersten FC Köln messen, hat aber über all die Jahre eine treue Anhängerschaft hier in der Südstadt, steht so ein bisschen, wie ich finde, für Köln, so mit all seinen, ich sag mal, Eigenarten, die Menschen haben, die Vereine haben. Hier ist ein hohes Engagement, hier gibt es auch schon mal Ärger, Leute streiten sich etc., aber es ist alles hier eine große Familie, jeder kennt jeden. Und ist wie so ein kleines Biotop von Köln, hier in der Kölner Südstadt. Dafür steht Fortuna Köln.